Herzlich willkommen bei Amanda und Sebastian Reich. Das klingt ja, als heiße ich so wie du. Bitte was? Naja, Amanda und Sebastian Reich klingt wie, hier ist das Ehepaar Amanda und Sebastian Reich. Heißt doch nicht Amanda Reich. Habe ich doch gar nicht gesagt. Klingt aber so. Ja, wie soll ich dann sagen? Dann machen wir es anders, sagt man doch. Herzlich willkommen bei Amanda und die Show. Was? Wenn man dich als Freund hat, ja, da braucht man echt keine Feinde mehr, ja? Ja, Freunde ist gut. Lass uns doch Freunde sein. So wie bei Pavarotti and Friends. Ja? Mach nur doch Amanda and Friends. Pavarotti? Naja, von der Figur her passt. Ja, ja. Vorsicht, Schätzchen, Vorsicht. Dann gehst du aber auch halt seine drei Freunde durch. Ja, 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 ist recht. Danke. Weißt du, ich war heute wenigstens pünktlich, ja? Ja, und ich bin eine Frau, da braucht man länger zum Umziehen. Aha, wieso und das habt ihr Frauen so viel Arme und Beine mehr als wir Männer, oder was, ja? Sollen das jetzt heißen? Wieso brauchst du länger zum Umziehen? Naja, wir haben doch viel mehr Möglichkeiten. Ja, bei uns geht's um die Farben, ja, und die Auswahl. Ja, und dann müssen wir unsere Figur betonen. Ja. Ja, um was geht's bei mir? Na, um möglichst viel von der Figur zu verdecken. Und so wollen wir jetzt zusammen eine Show machen. Hast du es endlich kapiert? Setz dich ins Publikum, ich mag's allein. Mama, ich meinte ehrlich gesagt, wir sollten jetzt weniger streiten und gemeinsam durch unsere Show führen, ja? Ja, sondern hört ihr Männer eigentlich nie zu? Warum? Genau das habe ich doch gerade die ganze Zeit gesagt. Was? Ja, wir sollen jetzt gemeinsam durch unsere Show führen. Sag mal, musst du mir die Worte im Mund verdrehen? Ich dir die Worte im Mund verdrehen? Ja. Sag mal, hörst du dich eigentlich manchmal selbst reden? Natürlich. Gell, das kannst du nicht. Oh Gott, du bist gar nicht doof, du bist taub. Bitte was? Ich sagte ja, ich hab's verstanden. Musst du doch nicht leugnen. Was denn? Sag doch was. Ja, was denn? Ein Hörgerät ist auch ein schönes Accessoire. Ich brauch kein Hörgerät, ja? Stimmt, heute gibt's ja was zu gucken. Fürs Auge, mit Mozzi und Voxclub. Ja, aber... Ja, Mozzi Mabuse kommt und Voxclub kommt. Oh, da klappt es mit Gucken. Hm? Sei ehrlich. Die Augen, wie schaut's aus? Haben wir es jetzt? Ja, ich wäre schon lang so weit. Dann können wir ja jetzt anfangen. Ja, auf was wartest du denn? So, wir waren auf einem roten Teppich bei einer echten Filmpremiere. Willst du jetzt anfangen oder angeben? Ich würde jetzt gerne anfangen und wir waren für unsere Show bei der Premiere von Schweinskopf al dente, ja, auf einem echten roten Teppich. Na, das war ein krasses Erlebnis. Ja, und das gucken wir uns jetzt mal an. Hallo, gehen Sie doch einmal her zu mir. Sie sind mein erster Star. Was sagen Sie zu meinem Outfit? Das muss ich mir anschauen. Das ist ja obergeil. Und wer spielt eigentlich den Schweinskopf? Ja, du. Ich? Ja, ist das eine Unverschämtheit? Nein, das ist doch eine Ehre. Ein schöner Schweinskopf zu sein, ist immer noch... Echt? Ist immer noch besser wie ein grauslicher Hundskopf. Wollen wir noch ein Selfie machen? Ja, gut. Ja. Single?
Auf Bedürfnis. Auf Bedürfnis? Das heißt, da könnte heute Abend was gehen mit uns bei Susan? Ja, kleiner Bussi, gell? Ein Bussi. Näher. Ah, das ist so schön. Was könnten wir denn machen? Ja, wir können hier wild knutschen. Knutschen? Wir zwei? Natürlich. Also ich bin doch ein Mädchen. Ach so. Oder ist das, ist das Skandale noch besser? Sind Stars geliftet? Alle. Der Metzl ist geliftet. Ja. Ja. Da haben sie eben zwei so Tacker rein. Dann haben sie das Ganze so links und rechts hochgezogen. Nein. Und jetzt steht er wieder da wie ein Einser. Der Wetzel ist geliftet. Hat er gesagt? Das weiß ich doch nicht. Hat er gesagt? Hallo, Sie sind sehr schlank. Wirklich? Ja. Geil. Wunderschön. Ja? Danke. Ich hasse Sie. Sie sind Bruce Willis, oder? Ich bin Bruce Willis, ja. Nein, und Sie spielen damit? Ja, ich spiele damit. Das ist eine Ehre für mich. Ja, ich bin der Actionheld hier drinnen. Ein Actionheld. Tun Sie doch mal die Hände aus der Tasche. Sie sprechen mit einer Diva. Ich kann das genauso wie du. Aber Sie bewegen ja die Lippen. Nein, Jüle, ich überhaupt nicht. Das ist ja lustig. Es ist gar nicht lustig. Nein. Ja, dann gehen wir ja noch nur weg, oder? Lockerst du mich gerade an? Ich sammle hier Telefonnummern. Telefonnummern? Ja. Für wen? Ich bin Single. Für dich? Ja. Auch Single? Nein, leider nicht mehr. Macht aber nix. Vielleicht bin ich ja heute Abend noch mal Single, ach, wenn ich mich dir so anschaue. Nee, mach nichts, du bist nicht mein Typ. Schweinskopf al dente. Nein, ich hab gedacht, das ist die Speisekarte. Nee, das ist ein Freund von dir, dessen Kopf da oben auf dem Teller liegt. Das ist ja bitter. Hm, ja, sieht dir verdammt ähnlich. Echt? Und bei Hangover fand ich dich total lustig. Kenn ich dich daher? Ja, genau. Ernsthaft? Sind alle drauf? Okay. Nur ein bisschen. Hat sie dich gefragt, ob du auch so, warum du so schlank bist? Nee, hat sie mich nicht gefragt. Ach, mich ja, gefragt, das stellt sich ja auch gar nicht, die Frage. Hat sie gefragt, warum ich also so fett Frage bin. Die Frage stellt sich ja über, das habe ich auch nicht gesagt. Doch. Aber ich kann es gerne fragen. Weil warum sind Sie denn so fett? Das ist Amanda. Jetzt Amanda. Sind Sie durch. Jetzt ist oder der Herr Wetzel da. Sie sind der schönste Amanda. Mann, den ich je gesehen habe. Das ist sehr nett. Finden das ist, Sie das auch? Das können wir leider nicht zurückgeben. Der Clooney-George ist auch ein schöner. Der Clooney ist ja auch da. Nein, leider Leonardo nicht. Leonardo DiCaprio ist da. Echt? Den habe ich heute schon gesehen. Echt? Ja, hinter der Presse stand der. Hat sich reingeschlichen. Ich habe doch gesagt, die kommen nicht, wenn der kommt. Ja, machen wir noch schnell ein Selfie, wir drei. Ja. Das war echt ein mega schönes Erlebnis. Ja, ja, komm jetzt nach hin, mach nicht so viel, klar, klar. Was? Ja, ich muss hinter die Bühne, da waren noch ein paar seltene Pokémons. Was? Ja, die will ich noch fangen. Nee, oder? Was? Du fängst jetzt nicht auch an mit diesem Pokémon-Quatsch. Aber natürlich, ich bin Pikachu. Ach, komm, jetzt hör doch auf. Weißt du, früher, da haben wir auch gespielt, ja? Dann, und beziehungsweise wir haben uns mit ganz anderen Sachen beschäftigt, ja? Wir haben kein Handy gehabt, wir haben keine Computerspiele gehabt. Ja, hast mehr gegessen, ne? Na, sieht's. Nein, wir haben andere Spiele gespielt, ja? Was denn? Sackhüpfen? Er war der Sack. Nein, das ist... Hallo. Nein, wir haben... Was haben wir denn gespielt? Den Berg runterrollen hast du auch immer gewonnen, ne? Nein. Ich war... In einer Sache war ich wirklich gut. Sie kennen das bestimmt. Einige kennen das. Schnick, Schnack, Schnuck, ja? Was ist denn das? Schnick, Schnack, Schnuck. Ich war Meister in Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, was ist denn das? Pass auf, ich erklär's dir. Da macht man drei Handzeichen, ja? Braucht die Hand, dann macht man Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Und da gibt's drei Zeichen. Einmal die Schere. Okay. Dann Papier. Okay. Und Stein. Stein. Jawohl. Und dann macht man Schnick, Schnack, Schnuck. Und auf dieses Zeichen macht jeder sein Handzeichen. Und dann sieht man, wer gewonnen hat. Papier, ja, schlägt den Stein. Die Schere schneidet Papier. Und der Stein macht die Schere stumpf. Nein. Ja. Und da war ich richtig gut. Du warst also gut in Handzeichen machen. Nein, ich bin begeistert. Ich dreh durch. Jetzt quatsch nicht so viel, wir könnten es ja mal spielen. Pass mal auf, komm, wir machen mal eine Runde, ja? Ist Kindheitserinnerung, komm, mach mal. Also, okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Guck, Papier schlägt Stein. Ich hab gewonnen, ja? Ja. Ich hab's jetzt irgendwie nicht kapiert.
komm, wir machen noch eine Runde. Ja, da merkst du es. Komm, also nochmal. Schnick, Schnack, Schnuck. Papier schlägt Stein. Ich habe schon wieder gewonnen. Was? Du musst mal was anderes machen. Mach doch mal Schere. Sehr witzig, sehr witzig. Komm, ich gebe dir noch eine Chance. Wir machen noch eine Runde. Komm, warte mal. Schnick, Schnack, Schnuck. Papier schlägt Stein. Du darfst nicht immer Stein machen. Das war doch Schere. Schere geht so. Dann machen wir noch einmal. Mann, ich will auch mal gewinnen. Komm, Schnick, Schnack, Schnuck. Papier schlägt Stein. Ich habe schon wieder gewonnen. Das war Schere. Schere geht so. Es hat sich aber angefühlt wie Schere. Ihr habt doch gesagt, ich bin der Meister im Schnick, Schnack, Schnuck, ja? Du hast mich verarscht. Oh, das tut mir jetzt aber auch sehr leid. Ja. So, jetzt wird es auch Zeit für unseren ersten Gast. Sie ist erfolgreich, sie ist sympathisch und sie bewegt sich wie eine Elfe. Na, dann ist sie ja das Gegenteil von dir. Hier ist Nutzi Nabuse. Du sollst aufstehen. Was? Yeah. Hallo, Motzi. Hallo. Steh auf. Da. Ich bleib sitzen. Hallo, Motzi. Schön, dass Hallo, du da bist. Danke. Hallo. Motzi Mabuse. So. Hey. Hallo, Motzi. Hallo. Ist es schön, dass du da bist. Motzi, herzlich willkommen hier bei uns. Man kennt dich aus der Jury von Let's Dance, man kennt dich als begnadete Tänzerin und wenn ich dich sehe, ich habe immer das Gefühl, du hast immer gute Laune. Ja. Hast du einen Lieblingstanz? Welcher Tanz macht denn besonders gute Laune? Verrat es uns. Oh. Ja, das ändert sich immer, aber mittlerweile wird man ja ein bisschen älter, also tendiere ich so für die Rumba, ist ein bisschen schön gemütlich und ja, gemütlich. Ist mein Lieblingstanz. Ja, mein Lieblingstanz ist, wenn der abtanzt. Okay. Motzi, du, ich komme ja aus Unterfranken, aus Würzburg, du kommst auch aus Unterfranken, stimmt das? Ja. Oder hast du dort mal? Ich habe über 10 Jahre dort gelebt. Ich habe in Aschaffenburg. In Aschaffenburg! Yes! Aschaffenburg, für die, die es nicht kennen, ja? Was machst du, wenn du nicht tanzt? Hast du Hobbys? Ja, ich mache verschiedene Sachen. Ich gehe Shopping, Segeln. Wir verstehen uns, ich merke schon. Ich gucke gerne Filme auch. Und was mache ich da? Schlafen, das tut auch gut. Wir sind Seelenverwandte. Ja. Bis auf die Figur. Kochst du gern? Ich koche sehr, sehr gern. Nein! Oh, unfassbar. Das verbindet uns. Ich esse gern. Ja, dann kommst du bei mir zu Hause. Was kochst du gern? Ich koche auch. Leidenschaftlicher Hobbykoch. Was kochst du am liebsten? Ich koche alles. Also ich habe ja jahrelang getanzt und hatte nicht die Möglichkeit. Und jetzt versuche ich alles, was geht. Ich lade euch bald ein. Ihr kommt bei mir vorbei. Ich koche was für euch. Ja, das erste gerne. Mal, dass du was Richtiges isst. Ich habe doch gerade gesagt, ich koche auch gern in meiner Freizeit. Ja? Eine Dose aufmachen ist nicht kochen. Was das Verrückte ist, ich habe dich noch nie wirklich tanzen sehen. Nee? Immer wenn ich dich sehe, sitzt du wo? Oh. Ja, also wirklich, die sitzt hinter einem Jurypult, jetzt sitzt du auf dem Sofa. Ja. Vielleicht schwindelt die. Nein. Ach, komm. Ich kann frei auch tanzen. Echt? Ententanz. Das kann ich auch. Zeig doch mal was, Amanda. Du musst doch nicht alles zeigen, was ich kann. Zeigst du doch. Ja. Willst du denn was lernen? Natürlich. Nein, nein, nein. Nein. Natürlich, du, ich bin hier, es wird getanzt. Nein. Ja. Nein, nein. Doch. Auf geht's. Komm. Doch. Es ist nicht dein Ernst, oder? Doch. Sehr gut Soll gemacht. Ich, wo sollen wir hin? Darüber? Komm einfach vorne. Ja. Nein. So. Du willst mir, das, ich sag dir gleich, ich habe 2 linke Füße. Ich habe noch nie, glaube ich, in meinem Leben richtig getanzt. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Elefantentoilett. Du machst jetzt nicht ja, super. Alles gut, ja? Ich habe schon alle Ausrede gehört. Das ja? funktioniert, funktioniert nicht. Ich bin jetzt dran sozusagen. Ja, was, genau. Was machen wir jetzt? Wir machen so einen Party-Disco-Tanz. Party. Yes. Party! Yes. Wo sind die Schnittchen? Geht ums Tanzen, Amanda. Gut, Amanda. So, wir brauchen dafür 2 Hände.
Das ist schon mal scheiße für dich. Okay. Oh Mann. Okay, wir machen's. Gut, wir probieren's. Pass auf, ich habe eine Idee. Ich bin deine rechte Hand. Okay. Okay, das ist naja, schön. Dann viel Glück. Rechte Hand kommt auf die Hüfte. Mach jetzt bloß keinen Scheiß. Okay. So. Und linke Hand, wir gehen nach oben und dann diagonal hoch. Und die Hüfte bitte hoch. Yes, I will. Come on, yeah. Yeah. Okay, und jetzt brauchen wir nur noch Musik. Dann mach die Musik an. Yeah. Dankeschön. Ich drehe noch durch mit dir, ja? Ja. Ich habe gleich gesagt, wir lassen es. Also ich fand es ganz elegant. Ja. Also bei der Mutzi. Oh. So, gut. Jetzt sagen wir aber auch Dankeschön. Nein, das geht doch noch. Was? Hast du noch einen? Ja, natürlich. Okay. So. Oh mein Gott. Was jetzt? Okay. Wir werden... Aller größte Traum von allen Frauen. Einmal Dirty Dancing. Nein. Doch, wir machen eine Salsa. Oh nein, ich habe eine Melone getragen. Yes. Wir machen okay, eine Salsa. Salsa. Okay. Genau. Wir fangen Salsa, an. Schöne Tacos. Und linke vorwärts am Platz und rechte rückwärts am Platz. And eins, sind zwei, schon mal 10 drei. Kalorien verbrannt. Eins, zwei, drei. 20. Eins, zwei, drei. 30. Eins, zwei, drei. Okay. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei. Das mit Musik. Ganz gut. Sehr gut. Come on. Okay, Achtung. Ich bin zu weit. Fünf, sechs, sieben. Und eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Yeah. Eins, zwei, drei. Jede Figur. Was? Jede Figur. Jede Figur. Nein. Jede Figur. Geh her. Yeah. Vielen Dank, Maxi Mabuse. Vielen Dank. Ciao, danke schön, Maxi. Maxi Mabuse. Willst du nicht noch mal heben? Will ich nichts mehr heben, ja? Ja. Ich hätte gar nicht gewusst, was du für Talente hast. Was? Ja, zieh den Ring durch die Nase, kannst du als Tanzstar auftreten. Amanda, das ist nicht lustig, das ist Tierquälerei, ja? Ja, musst ja nicht vor Tieren auftreten. Sag mal. Muss ich gleich meinen Freunden erzählen. Was? Dass ich mit Mozzi Mabuse getanzt habe. Moment, ich habe mit ihr getanzt, ja? Sagen wir so, Mozzi hat getanzt und du standst daneben. Ich erzähle es meinen Freunden. Ja, mach halt. Wo ist mein Handy? Bitte? Mein Handy. Sag mal, kannst du vielleicht nach der Show telefonieren? Warum telefonieren? Ich denke, du willst deinen Freunden erzählen. Sebastian, in welchem Jahr leben wir denn? Hm? Wer will denn noch telefonieren? Ich poste das auf Facebook, ja? Oder nach einem Snap bei Snapchat. Ja. Gut, das ist wiederum schneller und geht schneller, als wie über 30.000 Leute anzurufen, ja? Was? Ja, über 30.000. Du hast doch über 30.000 Freunde bei Facebook. Über 30.000 Freunde? Ja. Und ich bin trotzdem allein. Oh. Sie sind doch gekauft. Du hast doch mich. Ist ja noch schlimmer. Weißt du, eines kann ich nicht verstehen. Schau mal, schau dich doch jetzt heute hier bitte mal um. Du hast hier so viele nette Gäste sitzen, ja, junge Zuschauer und so viele Menschen hier. Such dir doch einfach mal das, was dir fehlt, ist echt so eine beste Freundin, ja? Eine beste Freundin oder einen richtigen Kumpel oder... Du kannst doch hier heute mal jemanden, such dir doch mal jemand aus. Da die zum Beispiel. Wer? Ja, dich meine ich, die, wo jetzt wegguckt. Das ist... Wie heißt denn du? Luisa. Luisa, willst du meine Freundin sein? Na, das war ja eine tolle Idee.
Ich dreh gleich durch. Ich guck noch einmal weiter. Du hast ein Loch in der Hose, kannst du nähen? Amanda, das trägt man heute so, ja? Warum hab ich das dann nicht? Du musst ja nicht alles machen, ja? Was macht ihr beruflich? Ich bin Friseurin. Friseurin! Da sparen wir schon mal Geld im Monat. Sehr praktisch. Bist du Metzgerin? Nee, ich mache ein freiwilliges Jahr. Kämen dir sehr gelegen. Was machst du? Ein freiwilliges Jahr. Ein freiwilliges Jahr? Was ist denn das? Also freiwillig. Freiwillig Friseurin. Nee, nicht ganz. Okay, komm. Oder vielleicht hier so eine Freundin. Kannst du ja auch noch mal darüber, ja? Ja. Wie heißt denn du? Sophia. Sophia, welch schöner Name. Sophia, wollen wir befreundet sein? Ja. Ja? Hast du auch Süßigkeiten? Ja. Ja? Nicht mehr lange. Wir könnten mal Schnick, Schnack, Schnuck spielen, ja? Ich mach Stein und du machst Schere. Das sind die Regeln. Pass mal auf, wenn das jetzt deine neue Freundin ist, dann hab ich mal eine Frage an dich. Ja, so, darf Amanda auch mal bei dir übernachten? Ja? Ja, das wäre nämlich sehr schön. Dann hätte endlich mal ich Ruhe zu Hause. Und weil mit Amanda unter einem Dach zu leben, ja, das ist echt manchmal anstrengend. Und Sophia, das darfst du dir jetzt mal anschauen, wie es dazugeht. Und wir gucken uns das am besten jetzt alle mal an. Wie viel Zahnpasta haben wir noch? Amanda! 1,80 Meter! Amanda, warst du im Kühlschrank? Ja? Wieso? Meine Güte, hier schaut's aus, ja? So viel Klamotten braucht kein Mensch. Ja, das sehe ich genauso. Soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? Ich bin ja auch ein Nilpferd. Ha, ha, ha. Wirklich sehr witzig. Ich meine das ernst, ja? Das ist alles viel zu viel, du musst mal ein bisschen aussortieren. Ah! Was ist denn hier los? Ach, ich habe Pakete angenommen für den Nachbarn. Für welchen Nachbarn denn? Wie heißt der denn, der... Der Mann da. Vielleicht Amanda. Ja, okay, es sind meine. Na wunderbar, wenn es deine sind. 30 Minuten, dann ist das Chaos hier beseitigt, ja? Verstanden? Ich bin ein Nilpferd, holt mich hier raus! Ich will ja nichts sagen, ja? Aber wenn du in 10 Minuten den ganzen Kühlschrank leer isst, ja? Ja. Dann darfst du dich über diese Figur auch nicht wundern, ja? Bitte was? Ja, du wolltest doch immer abnehmen. Na, du doch auch. Ich hab abgenommen, ja? Wie viel wiegst du jetzt? Bitte? Ja, Gewicht, Fragezeichen. Glaubst du nicht allen Ernstes, dass ich dir hier vor allen Leuten und jetzt hier im Fernsehen heute mein aktuelles Gewicht verrate, ja? Och, ein Mädchen. Sag halt wenigstens die ersten zwei Zahlen. Jetzt mache ich dich fertig. Vorsicht! Was ist denn jetzt? Da ist eine Ritze. Ja und? Nicht, dass du reinrutscht. Du brauchst dich gar nicht lustig machen. Weißt du, ich habe das Gefühl, du bist einfach nur neidisch. Bin ich gar nicht. Ich habe ja auch was davon. Wieso? Mehr Platz in der Garderobe. War ja immer ganz schön eng mit dir. Aber mal im Ernst, wie hast du das geschafft? Ja, Amanda, wie schafft man das abnehmen? Ja, es gibt eigentlich nur ein paar Möglichkeiten. Erstens, man muss ein bisschen die Ernährung umstellen, ja? Was? Die Ernährung umstellen. Was?
die Ernährung umstellen. Umstellen? Ja. Vorspeise links, Hauptgang rechts. Stell ich's halt morgen anders hin, wenn's hilft. Du raffst es nicht. Nein, Ernährung umstellen heißt ein bisschen kalorienärmer essen, ja? Kalorienarmes Kochen, hör mir auf. Was hat er gestern gekocht? Kalorienarme Tomatensuppe à la Sebastian Reich. Ja. Heißes Wasser. In einen roten Teller. Verarschen kann ich mich selber. Ist ja jetzt gut. Gibt ja noch die nächste Möglichkeit, ja? Was auch noch wichtig ist, Sport. Rittersport. Nein. Aber weißt du, wenn wir schon beim Thema Essen sind, da fällt mir gerade was Wunderbares ein. Habe ich gestern gelesen, ganz aktuell, in einem Tierbericht sozusagen, in einem Tiermagazin. Kein Witz, Nilpferde verlassen nachts den Fluss und gehen an Land, um dort 6 Stunden am Stück zu fressen. Was willst du mir jetzt damit sagen, dass du Nilpferd bist oder was? Jetzt musst du dich nicht lustig machen. Und weißt du was? Ich glaube, es ist längst Zeit für unsere nächsten Gäste. Für eine Band, da sind sie eigentlich zu schön. Aber für Models, da singen sie viel zu gut. Hier sind Vox Club. Ich dreh durch. Ja. So viele schöne Männer auf ein Sofa. Oh, ja. Danke schön. Hättest du auch nicht gedacht, Amanda, ne? Vox Club, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Die machen Musik, Amanda. Was für welche? Was macht ihr für Musik? Erklärt's uns. Ich würde sagen, wir machen Musik in der neuen alpinen Welle. Wir nennen das Volkspop. Volkspop? Volkspop, genau. Hört sich aufregend an. Ja, das ist es auch. Wir sind nämlich alle aus alpinen Bereichen und sind mit der traditionellen Volksmusik aufgewachsen. Krass. Und dachten dann, ja, und dachten hier dann, ich dich. Extrem ich krass. Meine Klappe halten? Nein, das ist total okay. Ich mach ihn nervös. Nein, du bist weit, ja, du machst Achtung, mich echt nervös. Ich irritiere dich jetzt. Ist wirklich so. Ja, ich mach mal weiter. Also, und wir haben dann... Bei schönen Frauen ist er immer nervös. Ja, das ist so. Vor allem bei der Amanda, gell? Und haben dann zu dieser Volksmusik, dachten wir, die wollen wir ein bisschen entstauben und haben moderne Elemente dazugefügt. Und so ist dieser Volkspop entstanden. Ich hätte eine Frage an dich, warum stehst du eigentlich nicht zu deiner Glatze? Ja, es war so eine Sache mit dem Flashmob. Da habe ich die Mütze aufgehabt und plötzlich war ich immer der mit der Mütze. Der mit der Mütze. So wie der immer der mit dem Nilpferd ist. Ganz genau. Da lieber eine Mütze, da hast du recht. So, sag mal, ihr kommt nicht aus München, aber ihr habt euch in München kennengelernt, oder? Wie ist es losgegangen? Erzähl's uns. Einer von uns kommt sogar aus München, der Bini, der Urmünchner. Der Mützenmann. Ganz genau, der Mützenmann ist. Ja. Der Münchner Mützenmann. Ja, das Urgestein. Lass mich doch bitte mal erklären, meine Güte. Wir sind froh, dass wir ihn haben, aber ansonsten sind wir eine sehr internationale Truppe. Wir haben 2 Schweizer dabei. Nein, wir haben den Flo aus Mainz. Das ist aber kompliziert, oder? Ja, das ist immer sehr kompliziert. Die Schweizer, die singen doch langsamer als die anderen, oder? Ja. Kannst du nicht? Nein. Und ihr habt euch in der WG gegründet, oder? Ihr habt zusammen gewohnt, oder? Ja, das war damals in München, schon vor ein paar Jahren her. Wir haben da studiert, der Flo und die war in München da. Und abends muss man natürlich... Was wir studiert haben? Ja. Wir haben alle Gesang, Schauspiel und Tanz studiert. Das trifft sich, ne? Was hast denn du studiert, Amanda? Das ist eine Fangfrage, ne? Ja. Wahrscheinlich schon, ja. Lass dir was einfallen, ja. BWL, das sagen sie alle, ne? So, ja, Rock Me ist ja der Hit gewesen, wo heute noch auf der Wiesn hoch und runter und den kennt man, ja. Ja. Und ihr habt da was ganz Besonderes draus gemacht, nämlich ein Flashmob. Was ist das? Flashmob. Hab ich daheim. Hä? Ja, tue ich ihn dann nicht putzen. Wirklich? Flashmob, nicht Wischmob. Die haben einen Wischmob gemacht? Nein, die haben einen Flashmob gemacht.
dann sag's halt auch so. Ich hab das so gesagt, du musst mir nur zuhören. Ihr habt einen Flashmob gemacht. Wie kommt man auf die Idee, Rock Me in einen Flashmob zu verpacken? War eigentlich so, dass wir ein ganz neu waren und uns keiner kannte. Und wir haben gesagt, wir möchten zu unserem Rock Me ein Musikvideo machen. Ja? Krass. Ja. Ich find's krass. Und das in der Lederhose. In der Lederhose, Amanda. Was ist und du denn hast das eigentlich für noch Tier? Gefehlt, ist ja? Ist das Nilpferd? Nilpferdhose. Das wäre sehr unschön. Nein, das würden wir nicht anziehen. Tante, geht's dir gut? So, komm, jetzt bitte hör auf. Ja. Hallo, geht's noch? Hallo, Amanda, kannst du mich hören? Hilf mir. Hast du es gesehen? Die Lederhose hat gesprochen. Hilf mir, hilf mir. Ne, Flashmob wollte ich dir doch erzählen. Was, ein Flashmob. Ein Flashmob ist, ja, weißt du, ja, dann erzählst du. Du musst mal dabei sein bei einem Flashmob, wenn wir sowas machen. Hast du Lust? Das ist jetzt ernsthaft. Ich glaube, ihr könnt uns ja mal. Wir haben einen kleinen Ausschnitt da und da schauen wir jetzt mal gemeinsam rein. Dankeschön, Vox Club!
Ist ja wie in der Schule. Hör du mir bitte auf mit Schule, ja? Amanda war in meiner Grundschule und hat die, ich möchte fast sagen, gewaltig auf den Kopf gestellt. Ja. Und das gucken wir uns jetzt an. Vorlage oder was? Ich habe mir einen wunderbaren Satz einfallen lassen. So, bitte einmal Hefte raus. Stifte in die Hand. Und ich sage den Satz jetzt einmal im Ganzen. Bitte Konzentration. Auch wenn man es nicht fassen kann, einen Abschluss hat Sebastian. Du schaust so fertig aus. Bitte? Hock dich hin. Warum? Ja, du brauchst eine Pause. Brauch jetzt keine Pause. Jetzt setz dich halt. Ja, ist ja gut. Ha, ha, ha. Wirklich sehr, sehr witzig, ja? Es hat geklingelt, steht einer vor der Tür. Bitte? Geh doch mal bitte an die Tür, es hat geklingelt. Zur Pause. Nein, zur Tür! Da steht einer, es hat geklingelt! Amanda? Ja, was bedeutet denn die Klingel? Pause! Ach, Pause! Ja, na, also dann raus mit euch, aber zack, zack! So, jetzt habe ich noch eine Überraschung für euch. Alle herkommen! Okay. Ja, alle zu mir. Habt ihr Lust auf ein neues Klettergerüst? Ja! Ich hab euch eins mitgebracht, da drüben steht's. Hallo, Ruhe bitte, Aufmerksamkeit bitte. Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin die Neue, ja? Und ich hatte mal eine Frage. Ich habe ja heute Unterricht gegeben und ich hatte in meiner Klasse einen richtig schweren Fall, ja? Wirklich ein richtig schwerer Fall. Ja? Sie haben mich verstanden, ein schwerer Fall, ja? Was macht man denn heutzutage mit so einem schweren Fall? Diät. Was? Diät, hat er gesagt, Diät. Ach, Sie sind der Lehrer für Humor, oder? So, ich hätte noch eine Frage. Ja, wie ist denn das heute? Also die Schüler wollen ja alle gute Noten haben, ja? Was nimmt man denn so von Eltern? 50 Euro, 100 Euro? Wir nehmen auch über Schnittchen oder so. Assistent, bei Schnittchen noch? Und Prosecco, da kommen wir ins Geschäft. Locker. Meine liebe Kolleginnen und Kollegen, ich beende hiermit diese Konferenz. Was ist denn das da hinten für Gerät? Welches Gerät? Na, das da hinten. Das hier, das ist die Schulsprechanlage. Was kann man damit machen? Da kannst du Durchsagen machen, die alle Kinder hier im Schulhaus hören. Ja, so, und wir gehen jetzt. Wie spät ist denn? Ja, du musst den Unterricht, das ist 10.45 Uhr. Vergiss es, wir machen jetzt Feierabend. Tut sie das Ding noch immer her. Bitte. Amanda. Liebe Kinder, hier spricht Amanda. Es ist 10.45 Uhr. Hitzefrei für alle. Aber was ist denn hier jetzt los? Warum ist denn die Mozzi da? Ich glaube, die Mozzi hat jetzt noch eine ganz besondere Überraschung für dich. Nein, geht ja los. Also Amanda, du bist doch Single, oder? Ja, immer noch. Aha, also ich habe heute 5 junge Männer mitgebracht. Nein. Ja, 5. Nein. Mhm, und du darfst die Frage stellen und du darfst dich für einen entscheiden. Und das ist dein Herzblatt. Ja, aber Moment, ich darf
die vorher schon mal angucken, oder? Nein, das ist das Spiel. Wie? Ich kauf doch nicht die Katze im Sack. Doch, doch. Okay, Fragen stellen. Na, dann fangen wir mal an. Kandidat 1, siehst du gut aus? Ja, also okay, ich nehme Kandidat 1. Nein, 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 nein. Super. So geht das nicht. Nein, nein, Amanda. Du musst Fragen stellen, du musst mehr erfahren, ein bisschen über den Charakter okay. von den Menschen ja, okay, und so weiter. Ne? Okay, okay. Kandidat 2, bist du nett und magst du Nilpferde? Ja, auf jeden Fall. Ich nehme Kandidat 2. Also vielleicht kannst du die Jungs fragen, wenn sie ein bisschen übereinander erzählen. Übereinander? Ja, okay. Dass die ein bisschen mehr erfahren können. Okay, Kandidat 3. Hat dir Kandidat 4 schon mal Geld geliehen? Ist der großzügig? Ja, doch. Das dann nehme ich Kandidat 4. Aber... Aber du hast jetzt nichts erfahren. Du hast nichts erfahren von Kandidat 3 und Kandidat 5. Okay, Kandidat 5. Sieht denn Kandidat 3 eher aus wie Brad Pitt oder wie Sebastian? Pass auf. Okay, ja, es sieht ein bisschen aus wie Brad Pitt. Ja, doch, das wenn man beide Augen. Kandidat 3, wie sähe dann bei dir das perfekte Date aus? Naja, ich würde die Dame auf jeden Fall erstmal gut zum Essen ausführen. Dann nehme ich Kandidat 3! Okay. So ist die Amanda. Ja, definitiv. Ja. Okay, Amanda. Dann hörst du dir eine kurze Zusammenfassung von ihm. Okay. So, liebe Amanda, wer soll denn nun dein Herzblatt sein? Ein gut aussehender Nilpferdfreund? Ein großzügiger Brad Pitt-Verschnitt? Der mit dir auch die kulinarische Seite des Lebens zu schätzen weiß? Ich will sie alle! Von mir aus dein Herzblatt! Vox Club! Yeah! Genau, die habe ich mir gewünscht. Das Leben ist mir Traum. Ach nein, das Leben ist mir Traum. Du, 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 Schabum. Das Leben ist mir Traum. Wenn ich mit dir allein hing spazieren gehe. Mit dir ganz eng umschlungen vor der Haustür stehen. Das Leben ist mir Traum. Bist du verheiratet? Trauer da. Ja, ist mir scheißegal. Ja, du hörst Glockenklinger. Ich nehm euch alle. Ihr seid mein Köpfchen. Ja, du bist es gesehen. Das Leben ist mir Traum. Das Leben ist mir Traum mit dir. Ich hab noch nie jemanden gesungen. Das Leben ist mir Traum. Während Amanda beschäftigt ist, komme ich jetzt endlich mal zu moderieren. Das war Amanda und Sebastian Reich, die Show mit der zauberhaften Mozzi Mabuse. Mit Vox Club. Zuschauen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Leben ist mir Traum. Leben ist mir Traum mit dir. Amanda. Nein. Mozzi, komm zu mir.